So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ich muss mal noch kurz meine Kopfhörer aufsetzen, als ob der Sound in dem Spiel irgendwie wichtig wäre. Aber ich vermisse ihn, wenn ich ihn nicht höre. Block, 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 block. Dann fehlt was. Ducka, ducka, tisch. Ducka, ducka, tisch. Das gehört einfach dazu. Setze ich jetzt hier Blöcke hin oder nicht? Eigentlich müssten hier Blöcke sein. Okay. Nein, aber da muss ich die Blöcke über die ganze Länge. Bis hier zumindest. Na, vielleicht mache ich das. Bauen wir mal weiter unser hübsches Dächlein. Dächlein. Dächlein, Dächlein. Dächlein, Dächlein. Gibt es eigentlich noch so Serien wie He-Man oder Marshall Bravestar oder sowas in der Art? Sowas, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Sowas halt. Gibt es sowas noch? Oder gibt es nur noch so albernes Zeug? Ich meine, wüsste ja inzwischen, glaube ich, nicht mehr. Aber ich habe früher als junger Erwachsener SpongeBob gerne geguckt. Ich mochte den Humor und ich fand die Albernheit in der Serie teilweise schon wirklich genial geschrieben. Fand ich wirklich gut teilweise. Aber gibt es noch sowas wie Bravestar? Ich weiß nicht, ob das überhaupt so wertvoll und gut ist. Also ich meine, vielleicht ist das gar nichts, was es wert ist, vermisst zu werden. Das kann schon sein. Das waren jetzt auch, wenn man ganz ehrlich ist, nicht die hochqualitativsten Serien. Aber ich habe es schon gern geguckt. Bravestar, Bravestar. I suffer hog, he is a fur wolf. Bravestar. Ich glaube, ich mache hier irgendwas falsch. Cut off a bear, speed of a puma. Bravestar. Ich fand's gut. Bravestar. Und am Schluss immer die Moral von der Geschichte bei all diesen Serien. Man muss ja pädagogisch wertvoll sein. Dann kam immer der Held und sagt, so, und die Moral von der Geschichte heute? Wenn ihr die Kraft eines Bären hättet, könntet ihr eure Konflikte mit Gewalt lösen. Aber weil ihr schwach seid, oder so ähnlich. Tja, Pech gehabt. Bravestar. So ungefähr war das damals. Das waren noch Zeiten. Ich glaube, das ist zu hoch, ne? Das ist jetzt schon zu hoch geworden. Ich glaube, das ist zu hoch geworden. Rabimmel, rabammel, rabummel, rabimmel, rabum, papada. Ich glaube, es ist zu hoch geworden. Rabimmel, rabammel, rabimmel, rabammel, rabum, barum, barum. Überlegen wir uns was, wie wir hier weitermachen. So, hier müsste es jetzt aber auf jeden Fall nochmal mit so einem Block weitergehen, genau. Rabimmel, rabammel, rabum. Na gut, und jetzt können wir hier mit den weißen Blöcken wieder auffüllen. Pidiu. Bravestar. In einer fernen Zukunft, in einem fernen Raum, der Planet Neu-Texas, ein Freiheitstraum. Auch so dieses Szenario, dieses Setting, es war schon ein bisschen abgefahren. Es war schon ein bisschen cool. So dieser Space-Western. Mit dem alten amerikanischen Ureinwohner-Sheriff, der die Kräfte seiner Ahnen inhärent hat und die Naturkräfte beschwören kann. So die Kombination von Space, Zukunft, Laserpistolen und Roboterpferd mit so alten Ureinwohner Mythologie-Geschichten. Ich find's cool. Da könnte man was draus machen. Also ich meine, damals war halt das Production Value ziemlich niedrig. Aber ich glaube, wenn man das nochmal mit Budget und coolen, guten Autoren neu aufziehen würde. Netflix. Wie wär's denn Netflix? Kauf doch die Rechte von Marshall Bravestar. Ich glaube, die kriegt ihr wahrscheinlich. Ich glaube, die aktuellen Rechteinhaber, wenn es die noch gibt, sagen wahrscheinlich, bitte, nehmt sie. Wir geben euch alles dafür.
Und dann könntet ihr eine echt coole Netflix-Marshall-Bravestar-Serie machen. Das würde wahrscheinlich alle umhauen. Damit wird keiner rechnen. Und bestimmt ein paar nostalgische Fans könnte man da schon mal als Stammpublikum gewinnen und vielleicht auch mehr. Das wäre so gut. Und dann nicht aufhören, dann gleich noch weitermachen mit He-Man. Es gibt eine neue She-Ra-Serie, habe ich gesehen. Ich habe mir erst gedacht, what? Ohne Scheiß. Habe mir einen Trailer dann dazu angeguckt. Also, das ist ganz kleine Kinderserie. Aber habe mir dann einen Trailer dazu angeguckt und im Gegensatz zu dem, was wir da früher geguckt haben, ist es super high quality. Das hat sogar eine richtige Handlung und so. Voll crazy. Nicht nur profillose Charaktere, die immer wieder zufällig in ähnliche, aber leicht voneinander abweichende Storylines geworfen werden, so wie das früher war, mit einer Moral am Schluss, so eine richtige durchgehende Handlung und so. Verrückt. Nee, wir hatten früher auch coole Serien mit cooler durchgehender Handlung, zum Beispiel Captain Future. Captain Future hatte eine wirklich coole durchgehende Handlung, finde ich, für damalige Verhältnisse. Und ich glaube, die Galaxy Riders auch, oder? Aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Thunder, 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 Thundercats! Kann es eigentlich sein, dass bei den Thundercats immer nur eine einzige Story bestanden hat? Nämlich, die Bösen machen irgendwas und der junge rebellische Prinzenkerl, ich glaube Leon oder wie er hieß, hat gesagt: Oh, ich muss was unternehmen. Und der alte weise Thundercat-Kerl hat gesagt: Nein, wir können jetzt nicht unter nichts unternehmen, das wäre foolish, das wäre doof. Und er sagt: Na, wenn ihr mir nicht helft, mache ich's alleine. Und dann geht er dahin und wird gefangen genommen und dann rollen die anderen Thundercats mit den Augen und retten ihn und besiegen die Bösen. Und ich glaube, das war wirklich ungelogen in jeder zweiten Folge der Plot. Die Bösen machen irgendwas, das ist austauschbar, da kann man einsetzen, was man will. Vernichten, bedrohen, stehlen, Punkt, Punkt, Punkt. Wort erfinden. Zirkon des Katzengotts. Kralle der Gerechtigkeit. Was auch immer. Kann man, ne, da hatten die wahrscheinlich so einen Zufallsgenerator, haben die Zettel gezogen und so einen Namensgenerator und dann, okay, und in der nächsten Folge. Lasst uns mal gucken, ziehen wir mal. Stehlen, stehlen die Bösen. Drückt mal auf den Namensgenerator den Juwel von Aldamar. Okay, sehr gut. Und jetzt will Leon die stürzen und retten, befreien und die anderen sagen nein und dann wird er in Gefangenschaft geraten, in Gefahr gebracht, was auch immer. Dann retten ihn alle. Cool, nächste Folge. Ich wäre gern Autor gewesen bei so alten Kinderserien. Ich glaube, das war der chilligste Job ever. Genauso wie die Komponisten von den alten Kinderserien. Es gibt ein paar coole Songs von den alten Serien früher, wo man merkt, da hatte derjenige, der den Song geschrieben hat, sogar tatsächlich wenigstens ein bisschen Ahnung davon, für was er den Song gerade schreibt. Aber in 90% der Fälle war es einfach belangloser Kack, wo es irgendwie geheißen hat: Hey, schreib mal einen Songtext für eine Science-Fiction-Serie. Eine Kinderserie, die im Weltall spielt. Ja, okay, mache ich. Wie heißt denn die Serie? Brave Star. Okay, Brave Star. Nee, Brave Star. Die Anfangsmusik von Bravestar geht zumindest sogar noch darauf ein, dass er diese Fähigkeiten hat. Da wusste der Autor, der Songautor zumindest, dass er diese vier Fähigkeiten hat. Das stimmt. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die sind einfach komplett austauschbar. Komplett. Aber sehr gut ist zum Beispiel der Ninja Turtle Song gewesen. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Ich weiß nicht, wie der. Ich kenne den gar nicht im Englischen. Vielleicht ist es auch nur eine gute Übersetzung aus dem Englischen. Aber auf jeden Fall geht der wenigstens wirklich auf die Figuren ein und beschreibt sogar so ein bisschen die Persönlichkeit der Figuren. Da schwebt was. What the? Ach so. Das da schwebt da immer noch. Na gut. Geht zumindest. Warte mal, was mache ich hier denn eigentlich? Das hier ist unnötig. Mann, oh, das kann ich gleich wieder weghauen. Aber das gut, dass ich da hingeflogen bin. Das musste ich erst von oben sehen, damit ich verstehe, was ich hier eigentlich Schreckliches mache. Ne, Michelangelo geht ran. Das zeigt gleich, dass er so ein bisschen der Draufgänger ist. Meister Splinter bläst das Licht weg. Na gut, okay. Weiß ich nicht. Leonardo kämpft nach Donatellos Plan. Donatello, der Kluge, der Erfinder, der Clevere, ne? Der die Pläne macht.
warum Leonardo nach seinem Plan kämpft. Ich meine, Leonardo war der Anführer. Insofern, wenn, aber naja, man darf es nicht zu sehr analysieren. Aber grundsätzlich hat das schon irgendwie ansatzweise wenigstens die Persönlichkeiten und die Charaktere durchleuchtet, diese Anfangsmelodie. Na gut, die ersten Zeilen sind: Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Das ist eher das Niveau, das ich von so einem Kindersong aus der Zeit, von so einem Serienintro, aus so einer Kinderserie erwarten würde. Das ist eher so der Detailgrad, der Tiefgang, den das Lied zur Serie hat. Irgendwas total Belangloses. Wie heißt die Serie? Hero Turtles? Okay. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles, immer auf der Lauer. Gut, nächster Song. Aber nee, der geht ja noch weiter. Aber mir fällt kein Beispiel ein für so einen richtig schlechten Kinder-Intro-Song. Aber da gibt's so viele. Aber mir fällt keiner ein gerade. Es macht mich wahnsinnig. Da gibt's so viele. Ich muss mal ein bisschen die Serien durchgehen. Mila ist 12 Jahre alt. Nee, viel zu viel Details. Das geht überhaupt nicht. Ich kann mich natürlich nur an die Guten erinnern. Okay, Gummibären. Der Gummibären-Intro-Song, der war schon ziemlich lausig. Das kann man so sagen. Mutig und freundlich, tapfer und gläubig, fröhlich und frech kämpfen sie auch für dich. Das ist sehr austauschbar und bescheuert. Und vor allem bescheuert. Vor allem, was hat denn gläubig da bitte verloren in diesem Songtext? Finde ich total bizarr. What? Naja. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen, in ihren Höhlen, da sind sie zu Haus. Das geht schon ziemlich ins Detail, das stimmt. Gummibären. Naja. Hüpfen hier und dort und überall. Ja, da geht sogar darauf ein, dass die hüpfen, die Gummibären. Ja, das stimmt. Nicht so oberflächlich, wie ich dachte. Habt ihr für Captain Planet geguckt? Ich habe das, glaube ich, schon 100 Mal erzählt. Ne? Ich erzähle auch immer den gleichen Kram. Aber ich habe Captain Planet sehr viel geguckt. Ich fand es aber furchtbar langweilig. Aber es lief einfach nichts anderes zu der Zeit. Da war Captain Planet das Einzige. Wenn es wenigstens eine gute Serie gewesen wäre, aber das war es irgendwie nicht. Finde ich. Ich mochte es nie. Ich habe so viel geguckt, dass ich nicht mochte. Aber was hätte man sonst den ganzen Tag machen sollen? Hauptsache der Fernseher lief. Glaubt ihr, dass der Erfolg von Podcasts momentan damit zusammenhängt, dass wir die Hörspielgeneration sind? Ich meine, wer hatte nicht irgendwie Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg oder. Was gab es denn noch, die drei Fragezeichen und KKND oder wie die hießen, keine Ahnung. Wer hatte nicht solche Hörspiele, oder? Damals. So die jetzt so um die 30 sind und älter. Ich habe die Theorie gerne, dass das damit zusammenhängt, dass deswegen Podcasts momentan so super erfolgreich sind und so ein super Markt sind und so total boomen, weil man einfach gerne von Kindheit an Stimmen hört. What? Naja, vom Tonband Stimmen, die einem was erzählen. Ich glaube schon. Ich glaube ganz fest daran. Wenn ich nur fest genug daran glaube, dann wird es irgendwann wahr. Warte, den wollte ich, glaube ich, stehen lassen. Oder? Nö, okay, machen wir es so. Ja, das ist gut. Miau, 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 miau. Hey, man. And the Masters of the Universe. Be, 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 be. Ich glaube, da haben sie sich gar nicht mehr die Mühe gemacht, noch einen Text zu machen, oder? Doch, da redet noch jemand.
Da redet noch jemand. Ich glaube, irgendwie so, ja, bla bla bla, He-Man und seine treue Battle Cat. Oder irgendwie, na, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Go, go, Power Rangers. Das war das, die, ich mochte die nie. Ich mochte die Power Rangers nie. Ich mochte aber auch so Realverfilmungszeugs nie. Ich habe das immer alles ganz furchtbar gefunden. Also fast alles. Das stimmt eigentlich nicht. Es gibt ein paar Nickelodeon-Serien, die habe ich dann auch gerne geguckt. Sabrina habe ich zum Beispiel gern geguckt. Pete und Pete auch ein bisschen. Parker Louise mochte ich eigentlich nie so gern. Und so Sachen wie die Kinder vom Bahnhof Zoo. Nee, Quatsch, das ist das andere. Die Kinder vom Güterhof, vom Reithof, irgendwie, ach, irgendwas mit Reithof und Kindern und Tieren, habe ich furchtbar gefunden. So, gleich haben wir es. Gleich haben wir es geschafft. Nur noch ein kleines bisschen. Wir müssen jetzt stark sein, Leute. Noch ein bisschen durchhalten. Nicht wahnsinnig werden. Ach, zu spät. Guten Wahnsinn kann niemand heilen. Guter Wahnsinn ist stets dabei. Guck mal, irgendwie, wenn ich Blöcke platziere, stockt das Bild ein bisschen. Ganz komisch. Gerade mit dem fliegenden... Da schon wieder. Ganz kurz immer. Spinne, beweg dich nochmal. Na, jetzt irgendwie nicht mehr. Guten Käse kann niemand essen. Findet die Spinne nicht lustig. Wenn ich das vielleicht doch nochmal abtrage. Ich bin mir nicht sicher, dass das hier so übersteht und sonst nirgends. Ist irgendwie komisch. Guter Schinken darf niemals stinken. Ich weiß auch nicht. Vielleicht sollte ich eine Reihe mehr Dach machen. Okay, ich glaube wirklich. Dann muss ich aber das auch abtragen und zwei Reihen mehr Dach machen. Naja, machen wir dann morgen, würde ich sagen. Jetzt für heute sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und beim nächsten Mal sind wir tatsächlich mit den Außenbereichen mehr oder weniger fertig. Dann heißt es, verdammt, wie mache ich denn hier weiter, heißt es dann. Das finden wir dann auch noch raus. Den Übergang kriegen wir schon irgendwie hin. Aber wie denn? Ah, na, irgendwie. Also, ciao. Macht's.